Moin moin und herzlich willkommen zurück auf dem Pandemonium-Folge und herzlich willkommen zu einer neuen Pandemonium-Folge. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was geschafft. Ihr seht im Hintergrund die Türme auf uns zukommen und die sind fertig. Ich überlege gerade, ob da noch was fehlt. Okay, oben, man kann sich noch nicht reinstellen, das fehlt noch. Aber so von der Struktur außen her sind die fertig und das sieht man jetzt auch sehr schön, dass hier die Seiten auch komplett sind. Natürlich habe ich das nicht ganz rumgebaut. Da habe ich es in den Berg gebaut, genauso wie da. Und auch von dieser Seite hier ist das nur an den Berg rangebaut und nicht vervollständigt. Wobei, wenn ich von hier gucke, das war nicht gut, so, dann würde das Sinn machen, wenn ich hier noch eine Schicht baue. Gerade neben den Zäunen, ich habe natürlich nichts dabei, sieht man doch sehr, dass dahinter nur in Anführungszeichen der Berg ist. Das werde ich dann noch in der Zwischenzeit machen. Ja, dann muss ich das Tor wieder richten und wieder langsam stellen. Das habe ich in der Zwischenzeit auch schon gemacht, nur noch nicht die Blöcke hingesetzt. Ups, hier hoch. Ich habe hier die Repeater wieder auf Stufe 4 gestellt, dementsprechend langsam ist das ganze Ding wieder. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwas hatte mit dem Timing hier nicht funktioniert. Vielleicht ist hier noch ein weiteres Item reingefallen. Aber auch das mache ich off camera und zeige euch nur den Endzustand. Außerdem habe ich schon in der letzten oder schon vorletzten Folge parallel angefangen, hier dran zu arbeiten. Und zwar soll das hier mein, ja, Terrarium ist es ja nicht, weil es nicht aus Glas ist. Hier sollen meine Spinnen reinkommen. Und dann werde ich hier auf dem Boden so ein bisschen Umgebung bauen, damit das hier nicht einfach nur flaches Land ist. Dann kommen hier so Stützpfeiler rein. Und ich möchte eine Redstone-Schaltung wahrscheinlich hier unten hin haben, die bei einer neuen Spinne die vernünftig einsortiert. Also nicht einsortiert, sondern die vernünftig fängt. Da hinten haben wir ja die unsichtbare Spinne, die soll da auch rein. Und die Schaltung soll dann sozusagen die Spinne in den Boden fallen lassen und dann da reinschwemmen mit Wasser, damit, ja, ich sie da einfach reinbekomme. Die Überlegung ist auch, ob ich das nicht hier oben mache. Dann kann ich hier einfach durchlaufen. Die läuft mir hinterher und ich gehe hier wieder rauf. Aber das mache ich nur, wenn ich keine vernünftige Schaltung finde, die einen recht großen Bereich im Boden absenkt. Weil das natürlich sehr viel besser aussieht und sehr viel schöner aussieht. Aber das ist gar nicht so leicht, weil das ja mindestens zwei Blöcke, lieber drei Blöcke sind. Und da fällt mir so spontan keine Schaltung ein. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das Ganze hier mache. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme, denn bei mir ist es gerade sehr früh. Ich bin vor einer guten halben Stunde aufgestanden. Und möchte euch jetzt ein wenig was Redstone-mäßiges erklären. Und zwar habe ich jetzt das Ganze hier fertig gebaut. Noch lange nicht fertig. Den ersten Teil fertig gebaut. Das erste von, jetzt muss ich überlegen, 1, 2, von 6 werde ich wahrscheinlich bauen. Und das hat ganz schön viel Holz verschluckt. Alle anderen Rohstoffe haben wir ja in Massen. Sei es Redstone, jetzt habe ich auch eine Menge Cleanstone, weil ich hier halt mit einer Silk Touch Spitzhacke abgebaut habe. Deswegen, ja, es ist der einzige Rohstoff, den ich regelmäßig farmen muss, Holz. Und das verbraucht eine Menge Holz. Ich würde wetten, dass ich hier in diese Schaltung, in diese 15 Sortierer, 10 Stacks Holz, 15 Stacks Holz verbraten habe. Denn ich brauche ja für jede Kiste Holz, für jeden Hopper brauche ich Holz, für jeden Pisten brauche ich Holz, also ist es einfach überall drin. Gut, aber kommen wir
zum Sortieren und zum Ausgeben, weil da gab es unter der letzten Folge auch noch mal eine Frage. Und jetzt habe ich das Ganze hier halt so hergerichtet, dass man das noch mal besser zeigen kann. Hier habe ich zwei. Ups. Achso, nee, die habe ich noch gar nicht befüllt. Das hier ist sozusagen ja nur die ganz normale Einsortierschaltung, wo die Items vernünftig in die Kisten sortiert werden. Das ist sozusagen die Standardschaltung. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann die Auswahlhopper, wo jetzt natürlich nicht die unterschiedlichen Items rein sollen, sondern umbenannte Items von 1 bis 15. Und dann wird das Minecart halt losgeschickt mit der Auswahl. Und die erste Auswahl ist dann halt, in welche dieser insgesamt sechs Sortieranlagen es dann rein will. Das heißt, das erste Item ist sozusagen kodiert von 1 bis 6. Und dann haben wir hier vorne, ähnlich wie bei meinem Schienensystem, eine Abzweigung, die das Minecart dann hier reinfahren lässt. Und dann die zweiten und nächsten Items, die dann in dem Minecart sind, sind für die Auswahl für diese Hopper hier. Und diese Hopper sagen dann sozusagen an, welches spezielle Item ich haben möchte. Und in dem Fall ist halt die eine Auswahl Stein und die eine Auswahl Cobblestone. Gut. Das heißt, ich kann parallel beliebig viele Sachen einliefern, das und halt ausliefern. Die Schaltungen sind sozusagen getrennt voneinander. Deswegen gehe ich jetzt nicht weiter aufs Einliefern ein, weil das kennt eigentlich auch jeder. Das Minecart fährt jetzt hier rüber und gibt hier zum Beispiel zwei Items rein und hier ein Item. Dann, das passiert sozusagen auch getrennt. Das kann immer irgendwann während des Ausgabeprozesses passieren und ja, hat sozusagen nur indirekt was mit dem wirklichen Ausgabeprozess zu tun. Jetzt ist der erste Teil des Ausgabeprozesses das Updaten dieser Pistons hier. Das Besondere ist jetzt hier, dass dadurch, dass da und da Items drin sind, das Redstone-Signal bis zu dieser Stelle geht. Das heißt, diese beiden Pistons hier sind jetzt indirekt gepowert und reagieren auf ein Pisten-Update und bleiben dann in der Position nach dem Update, also in dem Fall ausgefahren. Mit diesem Knopf update ich das, dann gehen alle Pistons einmal runter. Und nur, ihr seht es hier, die beiden, die passiv gepowert sind, bleiben ausgefahren. Und somit treffe ich jetzt die Auswahl, welches Item ich haben möchte. Denn das sind halt die beiden. Alle anderen, selbst wenn da Items drin sind, kommen halt nicht bis hier. Ihr seht es an dieser Stelle. Das Signal kommt zwar jetzt von da, aber ich würde halt das Signal von hier auch nur bis zu dieser Stelle haben. Und die Auswahl ist nicht bis hier. Jetzt ist das Ganze hier ausgefahren und ich muss hier runter. Nach dem Signal von da oben kommen dann halt hier 64 Signale, um ein Stack auszugeben. Das Besondere ist jetzt, dass durch diese Auswahl hier diese beiden Pistons auch runtergefahren sind. Ihr seht das hier sehr schön. Und dadurch kann dieses Signal von der Ausgabe, von der wirklich konkreten Ausgabe, an die Dropper hier kommen. Und diese beiden Dropper hier hinter sind gekoppelt mit dem Lagersystem von hier. An dieser Stelle kommen die Items runter. Gut, dann drücke ich jetzt hier zweimal und dann kommen jeweils zwei Items davon raus. Von dem einen sind es drei, weil ich eben eine Redstone-Kiste geöffnet habe. Da hat man eben kurz das Klicken gehört. Deswegen müsste drei Cleanstone und zwei Cobblestone ausgegeben worden sein. So funktioniert dann die Ausgabe. So, jetzt möchte ich die Auswahl resetten. Dafür habe ich an dieser Stelle diesen Knopf hier, dieses Signal. Und dieses Signal geht direkt in diese Redstone-Fackeln rein. Diese Redstone-Fackeln blockieren die Hopper hier drunter. Und dadurch wird von oben kein Item nachgesaugt. Das ist das gleiche wie an dieser Stelle von dem normalen Sortierer, diese Redstone-Fackeln hier. Diese Redstone-Fackeln werden ausgelöst, wenn hier oben zu viele Items drin sind. Und dadurch funktioniert halt das normale Sortieren. Und das passiert in diesem Fall hier sozusagen manuell.
Man braucht hier einen recht kurzen Tick, deswegen unterbricht dieser Repeater den Comparator nach zwei Ticks. Eins, zwei, drei, nein, nach drei Ticks. Weil der Repeater auf Stufe 0 Tick 1 hat und das Tick 2. Okay, nach zwei Ticks, ich habe mich vertan. Also nach zwei Ticks wird es unterbrochen. Dadurch wird nur ein Item in den Hopper gebracht. Und ihr seht da vorne, das ist die gleiche Auswahl wie hier unten. Wir haben hier zwei Sticky Pistons. Die geben dann nur das Signal an den beiden ausgewählten Sortierern ab. Jetzt drücke ich hier einmal und es passiert noch nichts. Aber wenn wir hier nach oben gehen und uns die beiden jetzt ansehen, sieht man hier auf der linken Seite 47 und hier auf der rechten Seite 48. Wir erinnern uns, auf der linken Seite hatte ich nur ein Item reingetan und auf der rechten Seite zwei Items. Deswegen ist logischerweise hier noch ein Item mehr. Die Auswahl besagte, dass ich hiervon ein Stack haben möchte und hiervon zwei Stacks haben möchte. Nachdem das Ganze durchgelaufen ist und die jetzt geupdatet wurden und die erste Auswahl rausgenommen wird, geht es wieder von vorne los. Diese Pistons hier werden geupdatet. Und ihr seht hier schon, das Signal geht, ist jetzt hier halt nur noch ein Signal bis hier, weil da es sind ja weniger Items drin als hier. Wenn man jetzt hier nach unten guckt, hat die Auswahl das wahrgenommen und es ist nur noch ein Piston ausgefahren. Der Piston bepowert den und wie gehabt, können uns nur eine bestimmte Sache ausgeben. Und jetzt kommt halt wieder die Clock, die 64 Items ausgibt. Das sind jetzt natürlich nur zwei, wenn da genug in der Auswahl sind. Also ich glaube, ich habe nicht genug Items eingelagert, deswegen liegt hier nur eins. Ja. Kann ich das sehen? Also das Problem war jetzt nur, dass ich nicht genug Stein hier einsortiert habe. Ansonsten würden wir wie eben zwei Items bekommen. Und jetzt, ja, passiert das Gleiche immer wieder weiter. Dieser Knopf wird ausgelöst. Dadurch wird das Item da eingefahren. Und dann dieser Knopf wieder. Es ist keine Auswahl getroffen. Dadurch können wir auch keine Items ausgeben. Und ja, so habe ich die komplette Kontrolle über die Ausgabe meiner Items. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ach ja, genau. Hier oben ist noch eine Winzigkeit, die aber recht wichtig ist. Und zwar kann es ja sein, oder ist es ja auch so, wie ich es eben gezeigt habe, dass hier mehrere Items reinkommen können. Halt fast beliebig viele. Bis zu 63 Stacks auf einmal kann ich mir dann ausgeben lassen, weil ich das natürlich nachher so sortieren werde. Dann ist nur das erste Item sozusagen besonders. Und da könnte ich dann 63 Items raustun und 63 Stacks ausgegeben bekommen. Ich glaube nicht, dass ich das in irgendeiner Weise irgendwann mal machen werde, 63 Stacks ausgeben. Aber bei 64 doch würde es sogar auch noch funktionieren. Aber dazu komme ich dann gleich. 63 Stacks können hier halt im ersten Durchgang gespeichert werden. Aber das Minecart, was hier rüberfährt, gibt maximal zwei Items pro Durchgang ab. Das heißt, wenn ich jetzt drei Items auswähle, also eine Dreierauswahl habe und das Minecart hier lang fährt, gibt es zwei Items ab, hat aber noch ein Item in der Auswahl und fährt hier weiter. Das heißt, es ist aber sozusagen noch nicht fertig. Deswegen muss es wieder zurückfahren. Und dieses Zurückfahren kontrolliert diese Schaltung hier. Wenn nämlich noch was in dem Minecart drin ist, dann habe ich einen Minecart dabei. Nee, ist aber auch nicht so dramatisch. Dann fährt es über diese Activator Rail und gibt ein Signal ab. Dieses Signal wird aufgefangen von dem Piston, von dem Comparator hier, wird in den Block geleitet. Dieser Block gibt es an das Redstone hier ab und dieser Piston fährt sich aus. Dadurch, dass das Minecart hier rüberfährt, wird diese Schiene bepowert und hat einen Block hinter sich. Das heißt, das Minecart fährt wieder zurück und kann seine Auswahl weiterhin in die Hopper abgeben. Wenn es leer ist, kommt hier natürlich kein Signal. Das Minecart fällt runter und wird wieder zum Hauptraum, zum Kontrollraum gebracht, um eine mögliche nächste Auswahl, ja, abzugeben.
Das war es jetzt soweit. Jetzt ist nur noch das Wichtige, dass hier zum Beispiel nicht zwei Minecarts drin sind, denn die würden sich be gegenseitig behindern, wobei ich glaube, dass selbst das kein Problem wäre, dass man vielleicht bei drei ein Problem bekommen würde. Die würden sich halt immer wieder abstoßen, die beiden Minecarts. Und doch, es würde ein Problem geben, wenn das rechte Minecart auf der linken Seite etwas abgeben will und das linke Minecart etwas auf der rechten Seite abgeben will und die sich immer in der Mitte treffen und das dann die dann jeweils wieder nach außen fahren würden. Das wäre die Möglichkeit eines Problems. Deswegen muss ich mir da noch was einfallen lassen, dass sozusagen gespeichert wird, dass hier nur ein Minecart rein soll. Gut. Ja, aber ihr seht, dass ich mache hier recht gute Fortschritte. Und halte euch auch weiterhin auf dem Laufenden, was hier passiert. Dann möchte ich wieder zum Tor kommen und zwar möchte ich das ganze Ding in dieser Folge fertig bauen. Dazu brauchen wir einen schönen Bogen. Also einen Bogen von dem einen Tor zum anderen. Ja, ich muss da einmal hoch. Denn mich stört das ganz schön, dass das jetzt so lange hier unfertig rumsteht. Und wir müssen uns jetzt einmal überlegen, wie wir das Ganze, den Schwung von diesem Bogen haben wollen. Denn, jetzt hätte ich wieder unten sein müssen. Von hier kann ich, glaube ich, auch ganz gut gucken. Ja. Denn, ja, das Problem ist sozusagen, dass das Ganze mit einem geraden Abschluss zurechtkommen muss, sozusagen. Ich würde halt gerne so einen Bogen hier rum haben, aber ich habe eine gerade Blockreihe, die sozusagen mitten in dem Bogen ist. Das heißt, ich muss den Bogen ein wenig weiter unten anfangen, wahrscheinlich an diesem Block, und dann so hochgehen. So, ja, möglicherweise reicht auch der Block hier. So hochgehen, hier rüber. Und dann an dieser Stelle wieder runter. Das kann ich jetzt einmal simulieren. Also ich baue mir das sozusagen, habt ihr ja auch oft genug gesehen, alles so mit Dirt vor. Und dann kann man sich das nämlich schön angucken, wie das von vorne aussieht. Und dadurch bekommt man einfach eine sehr gute Vorstellung. Ha, jetzt habe ich glatt vergessen, dass ich hier eine ungerade Zahl habe. Deswegen muss das Ganze so sein. Ja, ich denke, das ist okay. So kann ich das bauen. Oder ich mache es noch ein bisschen steiler. Dann könnte man das. Nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn. So passt das schon ganz gut. Also es ist jetzt nicht so wirklich rund. Aber ich denke, das passt sehr schön zu den Türmen. Und auch wenn man weiter weggeht, sieht das nicht irgendwie komisch aus. Gut, dann schnappe ich mir jetzt ein wenig von dem Netherbrick und werde mal die erste Idee, die ich jetzt für diesen Bogen habe, vorbauen. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht, in dem ich nochmal die Brücke nachgebaut habe, beziehungsweise dieses Muster, was wir eben zusammen gemacht haben, damit ihr seht, von welchem Ausgangspunkt ich jetzt ausgegangen bin und was ich weiter dazu gemacht habe. Zunächst einmal habe ich diesen Schwung hier noch ein wenig verfeinert mit Treppen. Also hier ist eine Treppe, da ist ein. Nee, das ist ein normaler Block. Ich glaube, ein Half-Slab habe ich da gar nicht gemacht. Das ist ein Block, das ist eine Treppe, Block. Das hier sind Half-Slabs, genau. Und habe das dann sozusagen noch ein wenig verfeinert, damit das nicht natürlich nicht so eckig aussieht. Außerdem habe ich, das kam nachher, das Ganze sehr viel höher gebaut, weil neben diesen massiven Türmen, diesen Riesendingern, würde so eine kleine Verbindung nicht wirklich gut aussehen. Und zunächst hatte ich hier keine Spitzen oder Zinnen, sondern das war recht flach und das sah überhaupt nicht gut aus, weil wir hier oben alles sehr eckig und kantig haben. Deswegen habe ich da was hinzugefügt. Außerdem, was einen großen Unterschied gemacht hat, ob man hier oben ganze Blöcke oder Treppen draufsetzt. Das sind jetzt Treppen.
und ganze Blöcke sahen nicht, die sahen einfach nicht gut aus. Es hat nicht gepasst mit ganzen Blöcken, deswegen habe ich dort Treppen draufgesetzt. Als letztes habe ich dann hier die Tiefe hinzugefügt mit den weißen Blöcken und den Zäunen, was sehr wichtig war, denn sonst hatte ich an dieser Stelle nur eine, ja, was ist das überhaupt für eine Farbe? Eine lila Wand. Und man hat keine Struktur dahinter gesehen. Deswegen, ja, hier die weißen Hintergründe. Gut, und ich freue mich, jetzt sagen zu können, dass damit das Tor fertig ist. Ich habe oben in den beiden Türmen. Achso, da kann ich mal hingehen. Und als nächstes bauen wir hier noch was. Eine kleine Redstone-Schaltung, denn ich möchte jetzt über diesen Weg hier reingehen. Ja, ich habe jetzt hier oben einen Boden hinzugefügt, dass man hier auch schön drauf laufen kann. Jetzt habe ich String vergessen. Aber ich kann euch ja sagen, was ich hier vorhab. Der Schnee stört mich hier oben. Der soll weg. Und damit der wegbleibt, kommen hier einfach zwei Strings drauf. Dann schneit das hier nicht so voll. Ich finde, man hat hier einen wunderschönen Blick über das Tal, über den Fluss. Der von hier nochmal, der sieht echt gut aus von hier. Das gefällt mir wirklich sehr. Auf der anderen Seite natürlich auch. Da kann man jetzt auch raufgehen. Und hier unten habe ich den Berg ein wenig weiter runtergezogen, dass das Tor noch ein wenig integrierter in den Berg ist. Oder dass es aussieht, als ob es integrierter im Berg ist. Denn man hat von unten teilweise hier dieses Loch noch gesehen. Und das habe ich jetzt behoben. Gut, dann gehen wir weiter zum Redstone hier unten. Ich werde ein bisschen was so bauen und gucken, ob ich das hinbekomme. Zunächst brauche ich einen Hopper. Und darunter brauche ich auch einen Hopper. Hier muss das Minecart hin. Dann kommen hier zwei Hopper hin mit einer Schiene. Und dann kommt da der Hopper, das Hopper Minecart drauf und darüber ein Stein. Jetzt kann ich hier oben Items reinwerfen und das Hopper Minecart sollte sie aufnehmen. Sehr schön. Das wird dann sozusagen mein Kontakt. Wer das Tutorial dazu gesehen hat, weiß schon, was ich hier vorhabe. Denn ja, ich möchte hier den versteckten Eingang bauen. Als nächstes möchte ich natürlich mein Item wiederhaben. Dafür habe ich hier ein paar Dropper. Die zeigen hier nach oben. So. Denn dann komme ich hier rein, gehe hier lang, sammle dann gleich mein Item wieder auf. Und damit das hier vernünftig schließt, baue ich hier eine ganz einfache Pistentür. So und so. Von hier hinten. Dann zwei Nichtschaltungen. Ja, das wird jetzt, wie gesagt, nichts Aufwendiges. Und die Idee habe ich euch schon mal gezeigt. Dann baue ich das jetzt off-camera fertig. Und wir sehen uns wieder, sobald das ganze Ding hier steht. Ihr seht, das Ganze klappt hier wunderbar. Ich habe einen Einschalter draußen und einen Ausschalter drin, also kann mit beides machen. Und ich habe mich jetzt entschieden, die Items hier in eine Kiste zu lagern, weil wenn ich jetzt rausgehe zum Beispiel hier, kann ich die Items da auch drin lassen. Und dann muss ich das von draußen ja wieder zumachen und dann kann ich das Item da einfach hinwerfen. Die Tür geht zu und ja, nichts ist weiter. Und die Items, die spawnen nicht. Das heißt, ich könnte da theoretisch auch ein Diamantschwert reinwerfen oder sowas. Bleibt dann halt hier in der Kiste und ich hole das irgendwann wieder raus. Wobei ich davon ausgehe, jetzt auch erfahrungsmäßig, man hat immer irgendeinen Block in der Hand oder immer ein Item, was du jetzt nicht so wirklich brauchst. Und dann wirft man das da rein und holt es sich dann nachher wieder raus. Also theoretisch hätte ich das hier auch mit dem Aufzug, also. Ich gehe mal runter. Wo komme ich jetzt am besten? Hier. Das hier ist natürlich ein ganz normaler Itemaufzug hier, der einfach nur dann in die Kiste mündet.
Und das hätte ich natürlich auch so bauen können, dass das auf dem Weg mündet und dass ich das dann mitnehmen kann. Ja, das ja, ist vollkommen egal. Ich habe mich jetzt hier für die Kiste entschieden. Aber das kann man natürlich auch anders bauen. Dann zeige ich euch nochmal die ganze Schaltung hier. Ich habe wieder den One-Tick-Puls für den T-Flip-Flop genutzt hier, wie wir das in der letzten Folge gemacht haben, beziehungsweise wie ich das gezeigt hatte, mit dem Signal hier, was dann an dieser Stelle aufgeteilt wird auf die rechten Pisten und hier nach oben geht auf die linken Pisten. Und dadurch schließt und öffnet sich die Tür einwandfrei. Ja, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Falls ja, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen und ein wenig Deutschunterricht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.